Guck, ich filme jetzt gerade noch kurz. Mach mal. Mach mal hoch, schnell. Das, ich hab selbst Brot noch. Weißt du? Das ist so Körnerbrot, wo richtig mit veganem Wurst so drauf. Das macht eigentlich schon gut. Und das mit dem oder mit dem Hälfte-Ding. Ist mir aber fast zu wenig. Aber mit, jetzt komme ich das, was ich dabei habe. Dieter Petra wieder. Geil, das habe ich von Dieter und Petra. Und das schon länger, glaubt Dieter Petra, aber auch, glaube auch von denen. Ja, ja, ganz klar. Also, habe ich drei Dinge. Petra, Dieter, herzlichen Dank. Voll geil, siehst, ihr habt mich geköstigt. Dann habe ich nun Äpfel für morgen früh. Ein Löffel. Und deswegen, ich habe gar keinen Topf dabei, weil hier habe ich dann Gläser. Ich habe schon einen Topf, wollte einen Topf mitnehmen. Und dann hier, kalt so, die sind ja eh meistens eh schon Ding, aber hier stand es dann irgendwie so, kam ich halt dann so, kalt sofort verzehrbereit, weißt, ist ja eigentlich meistens dieses Fertigding. Und warm brauche ich es eh nicht, habe ich gedacht, hey, guck, da spare ich mir den Topf und mache das so. Hab hier noch, was ist denn, kann ich auch, ja, komm, vielleicht, ich, das ist ja auch gut, kann man das wieder zusippen, ne? Aber ich könnte es dann in so einen Sack, weißt, dass ich es halb nur, mal gucken, sehen wir ja gleich. Also, da Löffel, ah ja, da habe ich noch, die sind auch vom Aldi. Habe ich drei, die sind auch glutenfrei. Und irgendwo habe ich noch ein Schokolade doch eigentlich. Ah ja, hier drin habe ich ein 85er Schokolade, zweifach. Ja, auch Aldi. Ja, geil. Also, es freut mich. Ich esse jetzt hier mal ein bisschen. Ich habe jetzt echt Hunger, mein Test. Guck mal, geil. Junge, Sergi. Die Boma will ich gar nicht, weil es ist mild. Man braucht jetzt eigentlich gar kein Feuer. Dann ist es auch gechillt, da müssen wir keine Steine suchen. Jetzt mal gucken. Aber ich wollte euch noch kurz zeigen. Guck mal, wie pyramidal es jetzt ist. Wie geil ist jetzt das? Warte, ich nehme noch. Oh, das Brot ist gut. Oh, guck mal. Schwarze Witwe. Nicht keine, glaube ich, aber schwarz. Guck mal, ich könnte das ja hier auch noch wegspannen, was. Oh, siehst du, an das habe ich mich gar nicht mehr erinnert, da ist ein Loch. Guck, das habe ich mit der Einnehmer-Ding gepflegt. Und ich mache es dann immer beidseitig. Guck mal, das ist das Geile. Siehst du, an das kann ich. Wann habe ich denn das gemacht? Hä? War das mal im Video auch dokumentiert? Aber schön, wie schnell du, ja. Und ich bin irgendwie froh, also ich feiere ja dein Nima ab, bis wir abzählen, aber du siehst, hier kriegst du auch Löcher rein. Und dein Nima ist ja auch schnell wieder gepflegt, weil es auch so schön leicht ist. Aber weg dem Reflektierenden ist mir das viel lieber. Warte, ich wollte doch, wo habe ich denn, das ist das, wenn man, hier, ich wollte nur die, okay, das ist so. Ja, das, nur das muss es genau sein. Ich zeig's ja eh morgen früh, ne? Aber hier. Geil. Guck mal, jetzt stört's auch wie eins. Jetzt ist auch richtig pyramidal und hexagonal. Das ist, könnte man auch noch gleich besser spannen. Aber weil hier halt auch wegen ein unebener Boden. Aber jetzt, das Michael ist gerade auch schon Probe gelegen. Die kam vorbei, wollte. Guck mal, hier, wie es schön rumgeht. Trotzdem scheiß Platz. Geiler Platz, aber halt so uneben. Ey, super cozy, ich bin drin gelegen. Sag mal, Hammer. Und voll, komm, ihr wart ja mit drin. Jetzt siehst du halt nochmal. Jetzt habe ich super nach oben Platz. Ich könnte noch weiter so rüber. Ey, hier ist voll, ey. Also super, das freut mich jetzt, weil nach meinem Muster war es halt gerade so, ja, also so, dass es geht, aber nicht so gut. Und ich glaube, am Muster habe ich dann auch da den mittleren genommen, man weiß es nicht mehr. Nee, ich habe, glaube ich, das schon auch getestet. Aber logisch, weil ich mache halt immer 2 Meter, nehme ich mich, weil die Elefante auch 2 Meter hat, weißt du, so, und ich bin ja nur 1,83, somit ist ja der auch, also es langt dicke, das freut mich jetzt so. Das ist jetzt ganz klar, ich habe es ja auch mit anderen Aufbau, mit einer meiner Top-Lieblingsaufbaute. Ja. Pyramidal und hexagonal in einem. Ja.
besser geht nicht. Weißt, und es ist noch schöner, wenn man halt hier die Mitte nimmt. Und wenn jetzt, weißt, es schifft eh nicht, ich hätte jetzt hier die Mitte nehmen können, weißt, dann klappt das voll ein, dann sieht es noch ein geiler aus. Und dann hast du hier immer noch 75, weißt, immerhin. Also, Seo, siehst du, die sind da oben, macht schon gemütlich. Macht sie euch schon cozy? Ja. Geil, ich komm. Ich bring was Leckeres zum Trinken mit. Ja, sehr gut. Gell? Ich hab, das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Ich hab denkt, komm, ich tu sie überraschen, hab noch einen Kasten Mirinda dabei und eine Flasche Wein. Ja. Gell? Also, bis gleich. Wie der Helge halt Kasten fand, da wo er war ja mit dem Reinhold Messmer in der Antarktis. Und was der Reinhold aber nicht mitgekriegt hat, weil in seiner Thermojacke mit 18-schichtige Thermojacke hat der drunter natürlich noch einen Kasten Fanta und einen Kasten Spezi in der Mitnahmekette. Alles weg. Und ich halt mit Rinder, das haben die halt gar nicht mitgekriegt. Ne? Also, jetzt mal hier noch, jetzt echt klar schief und dann wird's, jetzt kommt, weil ich bin jetzt auch, jetzt mal wenn ich runterkomme, jetzt, ja, wenn ich aufdreht oder es, ja, ist jetzt schön ankommen, gell. Jetzt guckt mal, wie cozy. Also durchs Flutlicht ist es jetzt nicht ganz so cozy, aber das war jetzt, ich mache es jetzt gleich wieder ab. Was mir für. Der René hat hier einen schönen Platz gesucht, hier ein schönes Ding gemacht. Jeder hat hier. Die sind schon geil am Kochen. Was hast du da? Da haben wir Hirse, jetzt mal mit Zwiebelschmalz gemischt. Jetzt kommen da noch Nüsse rein. Und ich glaube, ich dicke das noch ein bisschen mit Soße an. Ja, mach mal. Und dann mal gucken, wie das schmeckt. Ja, super, super. Also, und ich habe denkt, der Wein machen wir nach dem Essen. Ich habe denkt, komm, ich esse jetzt nur mein Dinger, weil wir noch so viel Zeug haben. Und im schlimmsten Fall das halb oder vielleicht der Kohlrabi noch dazu. Und ich habe jetzt aber irgendwie voll Bock auf das und das. Weißt du? Und weil ich versprochen habe, dass ich das noch filme, setze ich jetzt da rüber. Dann essen wir. Dann kann ja jeder mal ein wenig mitessen von dem. Oh, komm, ein Weberknecht. Ach je. Ja nein, wir machen hier doch nichts. So. Professional. Professional. Guck, jetzt mache ich auf Cozy nur zwei. Ist doch. Ja, ich bin drauf. Du bist jetzt im Mittelpunkt, ist doch schön. Ach, das ist und auch wie jetzt das, wie das Öl kommt durchs Licht. Also, ja. So, ich habe jetzt Bock auf das Scharfe. Und bin gespannt, weil ich hatte ja große Röhre. Weißt du, das könnte jetzt sein, sorry. Ich bin ja auch gespannt, wenn er nachher weil das, zu fluchen anfängt. Oh, ja. Oh. Ja. Oh, das riecht ja schon mal super geil. Also, da sind wir jetzt gespannt. Also ihr könnt alle, so, wollt ihr wegen von dem so ein bisschen hier dazu? Das macht sicher noch? Macht, aber ich würde es für mich jetzt gerade nicht machen. Ah, also ja. Genau. Ja, okay, also ja, ich ja. Gerne, aber wir müssen ja. Dann esse ich vor und dann machst du es mal. Super, dann kann ich so. Also und ich jetzt mir angefangenes Brot, das habe ich ja vorher schon. Also ich habe dann immer. Verstehst du jetzt, warum ich dann manchmal denke, oh, ich bin nicht drauf, so, weil, aber das, der Weitwinkel, du, mal, trotz, dass ich es dann immer sehe, oh, ich bin ja locker drauf, weißt du, und so. Also jetzt, geil, also das sieht ja, oh, die Sauce, die eingelegte Sauce ist ja schon der Wahnsinn. Du bist ja mutig, einen ganzen Löffel, ho, ho, ho. Wieso ist das so scharf? Also ich hab's noch, aber ich bin auch empfindlicher, also vielleicht sagst du auch gleich, das Kinderkram. Oh. Brauchst du was zu trinken? Filmt mich mal. Weil, oder nicht filmen, wegen Licht, dass man mich auch sieht. Ach so. Ach so, ja. Ja. Reicht das nicht? Gar nicht, ne? Du kannst halt eins ausmachen, dann sieht man dich auch besser. Mhm, mhm. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, das ja, weil sonst blendet das ja. Ja, genau. Ja. Weil ich... Es kommt noch nicht ganz heftig, aber ich spüre, dass es richtig scharf ist. Aber, oh. Oh, aber geil. Die ist halt einfach total saftig. So eigentlich wie so ein Gemüseeintopf, nur halt scharf. Warte mal, ich mach das mal so. Dankeschön. Also, kannst du noch ein bisschen Schmalz reinmachen, aber ich finde, das ist eigentlich schon so. Oh ja, aber da stimmt mal, dass es sehr scharf ist. Also, das ist jetzt nichts. Es ist schon.
Ich muss jetzt schon. Also, ich sage jetzt nicht nichts, aber das ist der Hammer. Klopft sich noch ein Löffel rein. Das sind heiße Füße heute. Ja, hat auch immer heiße Füße. Was macht er denn dann, wenn er doppelt heiße Füße kriegt? Dann rennst du immer mit Feuerball an den Hacken. So den Dunst aufsteigen. Zart. Wie so eine Sauna. Ja. Das kannst du, also die kommen, siehst du, das blendet mich jetzt halt so stark. Die Kombi ist der Hammer. Mit dem Brot. Mhm. Weißt? Ja, schmeckt auch so vieles. Auch wenn du eine ganz normale Soße machst, oder Tomatensoße, weißt du, und das ein bisschen drunter mengst, da ist eine richtige Aufwertung. Mhm. Oder, du, das tut deine, siehst, so ist doch gut. So ist ein heller und trotzdem ein cozy. Das tut deine Suppe, deine Hirsesuppe sicher noch. Siehst? Also das ist schon. Aber vom Feinsten. Siehst? Und jetzt muss ich schon Sack durchziehen. Wegen einem Briten. Bei mir kommt die Schere. Ja. Was war jetzt? Ist wieder die Kia. Ich mache hier halt doch durch. Ja. Oh ja. Du, aber das ist geil. Das musst du ja auch nicht in einem essen. Der ganze Hafe. Mhm. Ein Thai würde ich sagen. Ja, ess mal ruhig Würfel hier. Wo scharf. Ja, die Thais essen ja echt scharf. Ja, ja. Gerade manche, nicht alle, aber. Ja, das ist gut da. Hallo. Gut. Ja, aber der Rafa hat gesagt, es gibt da sogar noch ein schärferes. Ja, ja, es gibt auch noch viel schärfere. Ja, ja. Glaub, es gibt ja so einen Chip, wo man nur. Du isst nur ein Chip. Und der wäre so brutal scharf. Du verreckst, das ist nur ein Chip, aber halt mit irgendwie, da gibt es doch so Einheiten von scharf, gell? Bios oder wie heißt das, weiß ich nicht. Scoville. Ah, ja, so. Ja. Ich meinte jetzt Bovis, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Ja, ja, wenn ich, aber, nee, ich esse jetzt gleich einen Riegel. Ah, ja, dann kannst du mir sogar einmal so einen Löffel da noch reinmachen. Einkloppen. Also super. Und jetzt dazu. Ich glaube, ich mache jetzt noch. Die müsste. Warte mal, sind die glutenfrei? Die können. Nee, Dinkel. Oh, Dinkel. Nee. Ist nicht, ne? Oh. Alles gut. Aber wir machen jetzt den auf. Den esse ich mit. Geil. Und dann esse ich noch meinen Nussbreit. Alter, ich nehme jetzt die. Die haben die mir schon mal geschenkt. Dieter und Petra. Aber wer mal gucken will, kann ich vielleicht mal verlinken. Beide Kanäle von Dieter und Petra. Dieter macht so mehr Mond und Astronomie, wenn wer das mag. Und Petra macht so, ja, so schön Natur und verschiedene Sachen, wenn sie Spaziergänge oder so. Ich tue es mal verlinken. Die freut sich, wenn ihr mal vorbeiguckt. Und lasst mal ein Abo da. Also jetzt die, guck mal, wie crunchy. Im Briten. Das ist schon zwei Movies, toll. Ach, du kennst die Marke. Du, René, Patrick, ich weiß nicht, scheiße, ich kann mir nie deinen Mann haben. Ja, das ist... jetzt ist, die komme ich sicher geil, das mit, die sind der Hammer, die Dinger. Also eins sind so dazu oder zum... Ja, oder ja, wie du wünschst. Nicht in den Topf. Ja, ja, nicht wenn in den Topf, weil sie ja... Wenn ich den mitmachen will, dann ja. Nachher noch. Achso. Nee, aber so dazu, ich habe jetzt noch den Geschmack von dem und dem drin und dann so die Mischung. Warte. Noch mehr. Geil, oder? Toll, glaube ich. Und das zum Beispiel finde ich so schön, dieses. Ja.
Deswegen sage ich doch, die Eintöpfe, die ich am Anfang gemacht habe, die Linseneintöpfe, da habe ich auch mal Oliven eine Zeit lang reingemacht. Ja. Weil ich das Gefühl habe, das erst ersetzt. Ja, ja, das hatte ich auch, wenn ich immer auf Roh, und das wollte ich vorher auch noch sagen, wenn ich immer auf Rohkost bin, ich verstehe dann das, weißt du, die Gerüche. Mhm. Mir hat jetzt, ich glaube, das war nicht, das war off-camera, gell? Das war nicht, wo wir gefilmt haben. Wo du gesagt hast, so, weil du manche Dinge nicht essen kannst, weil sie glutenfrei sein müssen. Und wenn ich auf Rohkost bin und du läufst dann an einem Bäcker vorbei, oh, weißt du, und so. Und die Nana Süß, die ist manchmal, wenn sie auf Rohkost war, ist sie bewusst in Bäckerei, in sie rein, nee, und hat sich satt, ach so, satt gerochen. Ich dachte, so nach dem Motto, bring dir was mit. Nee, sie war selber auf Rohkost und hat sich satt gerochen und es war dann gut wieder und dann ist sie... Und das hat sie echt geschafft? Ja, das ist echt hart. Ja, ja, Gerüche können. Und somit kann ich das so gut verstehen, du kommst dann irgendwo vorbei, wo du von früher kanntest oder so, wie... Und wo es halt genau bei dir halt auch ein Brot, eine Brezel, wo jetzt halt Weizen hat. Brezel, Döner, ja gut, Fleisch ist jetzt eh keine Kategorie mehr, aber ne, auch da ist ja ganz viel drin gewesen. Das sind auch Dinge, an die man nicht denkt. Shampoo, Zahnpasta. Was, ich habe letztens wieder eine Zahnpasta gehabt, da war was drin, habe ich sofort gemerkt. Ach was. Das ist total krank. Ja, das ist aber echt krank. Wie überall Weizen reinschmeißen, ist abnormal. Wie auch, und das ist, haben wir Veganer für uns auch, das ist klar, du dann auch, schlimm, auch wo sie überall früher Butter oder Milchzucker oder weißt, oder halt lauter so Milchpulver und so Zeug, weißt, also ja, überall, und da war ja mal der Butterberg, da hast du das Gefühl gehabt, ja, Hauptsache weg. So. Ja, das ist eigentlich ja blöd, wenn du erst dein Trink, du kannst. Weißt du, den Schokolade willst du vielleicht auch lieber erst nachher, gell? Also ich teste jetzt schon mal an. Mir ist es egal. Ich warte jetzt erstmal, bis das angekommen ist. Was ist denn jetzt dein Plan? Ich lasse erstmal sacken und esse gleich noch einen Riegel auf jeden Fall. Ja. Also hier, mit denen, gell? Aber es scheint am geilsten so nach dem Essen. Ich bin jetzt eigentlich noch nicht ganz so satt. Siehst du, den habe ich jetzt auch vergessen. Und du hast jetzt nur die Scheibe Brot, ne? Nur die, ja. Und so ein bisschen Ding halt hier. Ja. Apropos, du hast mir immer noch keinen dafür davon reingemacht. Na ja, ja, aber du, ich dachte, das darfst du erst, wenn... Ich bin durch. Das ist jetzt für ihn. Mir ging es um die Moglis. Weil wenn du das, dann ist der Topf kontaminiert. Und das, das darfst du ja. Das darf ich ja. Und das willst du auch nachher noch. Ich nicht, aber das ist, richtet bei mir keinen Schaden an, wenn das im Topf ist. Ja, ja, okay. Also das eher nochmal mit Wasser ausgewaschen. Aber ja, ja, trotzdem. Ich dachte, du wolltest halt ohne das und ich erst noch hier. Aber ja, geil, ja, komm, hier, nimm dir. Du kannst ja. Achso, dein Löffel, der zu. Ja, kann ich mit meinem Löffel. Ich hab den auch nur gegessen. Kannst deinen nehmen, wie du Bock hast. No problem. Das ist ja scharf. Ne? Ist das deine oder was? Oh. Hm? Hab extra geile Tasse mitgenommen für den. Wie, ne? Ist ja lecker männisch. Mhm. Und die hatte ich auch. Einmal ist ja dein Löffel, kannst ja einmal ablecken. Ah ja. Geil. Mhm. Oh, das ist aber auch geil. Ja, das Öl, ne? Der Schokoladen. Ey. Ach so, der ist ja. So vom Feinsten. Ja, Schokolade und Mixed Pickles. Ja, und ich wollte ja einen Topf mitnehmen erst. Und habe gedacht, ich nehme aber nehm trotzdem hier den Becher mit, weißt du, weil es so ein bisschen repräsentieren, weißt du, wie mit der Schuhe, man will ja so ein bisschen repräsentieren. Und dann habe ich ja gedacht, nein, das kann ich ja ungekocht essen, und dann habe ich den Topf daheim lassen. Stimmt, den kann man rauslöffeln. Mhm. Ja. Ja. Oh. Mm. Oh, scharf. Feuer, löschen, wo war denn das Wasser? Nein, ich brauche kein Wasser mehr. Ist ja gut so. Nicht ich, er? Ja. Ach so, ist scharf, oder? Ja. Ja, dann holen wir nächstes Mal dieses ganz recht. Ja? Das ist mit dem mega super hot dangerous Spice. Warte. Du meinst das, was ich erzählt habe, der... Ja, da sind verschiedene. Hier gibt es ja verschiedene Schärfestufen. Achso, und das gibt es so nochmal in eins stärker. Das ist Mittel. Mehrere Stärker. Da gibt es noch so richtig. Das glaube ich. Ich weiß ja nicht. Hier sind jetzt drei Chilis abgebildet. Und dann gibt es sicher eins noch, wo sechs. Fünf. Sechs.
Also das Doppelte. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und wie gesagt, dieser eine Chip, der wäre, ey, alle, wo den essen, da verreckst du fast, weißt du? Und es gibt ja so Wettmeisterschaften mit dem scheiß Schaf. Da frage ich mich, warum? Für was macht man so einen Scheiß? Das ist ja auch nicht ungesund. Aber was die Schärfe abkönnen, da wird es sehr schlecht. Ja, ich glaube wirklich, dass man das trainieren muss. Ja, aber für was? Keine Ahnung. Weißt du, ich liebe halt Schaf, weil es geil schmeckt. Und auch die Schärfe hat ja auch einen Kick. Manche werden ja auch süchtig nach Schaf, weil es auch einen Kick hat. Aber ich mag den Geschmack von Chili, ist so geil, weißt du? Mhm. Mir müsste nicht mal scharf sein, halt. Aber ja, ich mag schon scharf. Aber lass auch gern scharf, ja, manchmal weg. Ob das nur wirklich Übung ist oder ob die durch das mehrfache Versuchen einfach die Geschmacksknospen komplett wegknallen, wegätzen. Naja. So, dass du es gar nicht mehr merkst, dass du überhaupt noch... Weiß ich, beides. Und wenn dann noch so aufwächst, weißt du, wenn immer schon als kleines Kind scharf ist und dann noch gewöhnst du dann wohl. Ja. Aber für was auch diese... Gibt es ja auch Meisterschaften im Vielfressen, weißt du, dass sie 20 Burger... Hä? Was will man sich selber beweisen? Oder den anderen? Oder dann so, ey cool, du hast 20 Burger. Ja. Du willst mich heiraten? Sie hat 20 Burger gefressen. Oh, geil. Aber die kriegen ja auch teilweise, wenn sie denn gewinnen, gar nicht so unbeachtliche Summen. Ja? Da geht es auch um Geld. Also ja? In Amerika auf jeden Fall, in Deutschland weiß ich es nicht, aber da gibt es ja auch irgendwie, ne, wer kann das größte Schnitzel essen und Pommes und ach, ich glaube, da gibt es alle möglichen Kategorien. Aber in Amerika verdienen die damit. Okay, aber wer verdient? Der Erste und die andere? Ja, die also, ja, ja. Naja. Die sind dann dick oder müssen die übergeben oder weiß der Geier. Achso, dann kann ich das für dich schon mal ausspülen. Ja. Und dann geil, also ich bin versorgt. Ich sitze noch ein paar so Bolle da. Mit dem Schokolade und dann könnt ihr euch noch den Schokolade dann teilen. Ich glaube, da war gerade ein Frosch. Ah, siehst du, dann haben wir auch vorher. Und vorher haben wir doch einen Frosch gehört, kurz. Wo man, ja. Ja, Frosch oder Kröte? Oder Kröte, ja. Das kann ich nicht unterscheiden. Kröte kannst du kitzeln. Ja. Wenn du noch ein paar bunte Farben sehen willst, wenn es die richtige ist. Ja. Was, die kannst du kitzeln? Und das war ein Scherz. Ja, es gibt ja Kröten, die haben einen Abwehrmechanismus hier, diese Sekrete, diese Abwehr. Ach so. Ja, auch Frösche, wo giftig ist, wo es dann föhnt, oder? Ja, aber das meiste ist halt DMT, also du trippst halt drauf. Ne? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, was ist DMT, ja? Nicht bei allen, aber bei vielen soll das wohl so sein. Ja, komm, test mal gerade mal an, oder? Mal so, dann, weißt du, nur der Wein, so wegen DMT vielleicht. Vegan hat über einen Frosch rüberleckt. Was hast du gesagt? Dann gibt es einen Frosch, der macht dann an hier zum Adonis. Ja, das ist, ich glaube, die Bufo-Kröte. Ein Australien, wenn ich mich jetzt nicht... irre, ist das die Bufo-Kröte. Wenn du an der leckst, du bist schon so völlig, ja, warte, ich muss mal. Also dein Sexualtrieb wird verrückt. Ja, oder ich du drehst dann völlig der wird durch. Verrückt, naja, das heißt, du willst nur bumsen. Du wirst all. Ja. Also ist das dann wie Viagra. Wobei Viagra ist ja mehr. Aber du wirst dann auch, also du, ja, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nur vom Unterricht damals, aber. Ja. Weil Viagra ist ja, wirst du da eigentlich auch geil oder dir steht da halt nur nein, mehr? Nein, das ist nur die Mechanik. Ah, und geil wirst, und von dem, wo du schwätzt, wirst halt auch geil. Ja, dann ist es genau. Ein Aphrodisiakum, ja. Oder wie sagt man das? Ja. Ah, ja. Aber es soll wohl auch Leute gegeben haben, die bei diesem Sekret dann quasi und Täter nicht das mehr, oder was? Zeitliche gesegnet haben. Oh, weil sie zu viel verwischt haben. Das oder zu viel bumst haben. Ja, ja. Man kann es übertreiben, weißt du? Oder wenn dann noch, so wie jetzt reiheweise die Profifußballer umfliegen, weißt du? Und dann, ja, aber das ist ein schöner, beim Fußballspieler tot geht, aber beim Sex sterbe ich doch gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, das ist, ja. Obwohl, nee, für den ja, kommt drauf an. Ja, also stimmt, das für den ist, für den ist hart. Das ist ja auch nicht, weil das ist ja dann auch tatsächlich auch irgendwie peinlich, ne? Das ist ja eine intime... Ja, es ist echt, und es ist hart. Und das wenn da noch Liebe im Spiel ist, wie hart ist das? Mhm. Weißt du, wenn, Also das ja, ja, und dann auch genau, dann, scheiße, das ist ja für dich ein Schock. Und dann musst du ja gleich Polizei und Krankenwagen und alles, scheiße. Du jetzt Frau selber noch in Unterwäsche?
Ja, ja. Oder Mann. Okay, du bist, die kommen, kannst dir was anziehen, aber trotzdem. Ja, scheiß Situation. Also, nee. Was ist das? War doch nur Schnur für, wenn beide dann gleichzeitig sterben, weißt du, so muss beim Höhepunkt, weißt du, beide kommen mit zehnfachen Orgasmus und dann so, und dann tot. Ja. Also ich glaube, war ein Orgasmus zu viel und dann, oh. Guinness Buch der Rekorde. Also, du glaubst, ich schalte jetzt eh mal ab. Mhm. Ab dann, ich muss jetzt eh mal in mein Glöckle mal gucken, weil jetzt filmst du mein Glöckle. Genau. Und ich sage jetzt schon mal, gute Nacht, vielleicht noch ein, noch vom Wein, vielleicht noch kurz Sequenz beim Wein. Ja. Aber ich bin jetzt zufrieden. Ich auch. Trotz, dass es nur so ein Brot und Ding war, aber. Mhm. Mit dem auch noch die Schokobacke. Mit dem Schokolade. Ja, also das Juhe macht ja auch viel, ne? Ja. Das mag sein, ich hab bei dir mal mitgetrunken von dem. Also das Juhe ist geil, den hol ich mir vielleicht auch. Hörst gerade wie einfach. Ich weiß nicht, hab ich das mal gefilmt? Hast du dein Pack gerade da, dein Juhl, ne? Nee. Aber es war so ungefähr so eine Flasche, oder? So wie die. Ja, wir haben das in die hier gefüllt. Dann. Also so eine Flasche, mehr ist da nicht drin und es reicht für 6 Tage, gell? Ja, also wenn du es bis zum Anschlag füllst, dann kriegst du vielleicht auch nur 7 raus. Ja, ja. Guck mal, also so. 2 Liter, wenn du die komplett mit Pulver füllst. Ja, dann und es war nicht mal schwer, weil das sehr leicht und Ding ist. Also ist dann echt geil, wenn man so eine, ja, denk mal. Also. Gut, was? Ah, die Nüsse, die kleben immer so an den Zehen. Ich leck die ganze Zeit immer an den Zehen drüber. Ja. So. Hast du so einen Riegel jetzt? Genau, ja ich brauche ein bisschen Kalorien. Ja, ja, ich gut. Bin echt ein bisschen Ballerballer. Ah ja, du, war jetzt auch aber es war lange Tour. Ich kann das in keinster Weise vernegativieren, gar nicht. Das ist ein irre tolles Gefühl. Ja, aber schön. Ich bin halt platt. Ja, ja. Flunder. Ja, ja. Ja, du strahlst auch noch, genau, man merkt, du bist gut. Glück. Und wir sind jetzt auch froh, oder? Dass man schön in der Lage bleibt. Jetzt schwenkt schön chillen. Ja, ja, geil. Wenn ihr so einen Energiepegel angeben müsstet, so in Prozent, wie viel Prozent Power hast du jetzt noch in Prozent? Na, dann lasse ich jetzt noch kurz laufen, wenn. Ach so, echt? Wenn das. Ja, ja, nee, weil. Nee, das ist doch gar kein Problem. Das ist jetzt schwer zu sagen. Wenn 100% voll fit ist. Mhm. Weiß nicht, 60, 70? Wow. Oder was? Das ist schwer zu fühlen oder schätzen. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aber ich könnte jetzt. Ich habe ja auch wenig geschlafen, also ich würde jetzt eher sagen, mein Energiepegel ist so. Über 30-40%. Aber ja. Du, wenn ich jetzt genau. Da ist noch Pause und dann, wenn du dann wirklich auch noch ausruhst, dann kannst du auch wieder auf 60. Also ich kann nur eine Nachtwanderung machen. Ich bin also maximal. Ja. Aber das ist es. Du hast gar nicht gepennt, du hast wenig gepennt und ihr habt die lange Zugfahrt, die ihr ausstresst, weißt? Das habe ich nicht. Und ja. Wobei wir wirklich auch Glück hatten. Und vielleicht ist bei mir auch 50, weißt du, das ist ja auch schwer zu sagen, oder? Das ist trotzdem viel. Da bin ich echt neidisch. Stimmt. Dass man, also nach dem ganzen Pensum noch Energie über hat. Ja, also wenn jetzt hell wäre, also selbst bei Nacht, wenn jetzt eine Not wäre und Not mobilisiert ja auch wieder. Das stimmt. Dann bist du ja, dann entwickelst du wieder Kräfte, die du davor vielleicht nicht da waren, weißt du, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert und du musst und so, dann kriegst du Adrenalin und alles. Aber jetzt nur so ohne Not wär jetzt die gleiche Strecke nochmal gar kein Problem. Also so, weil, ja, es ist. Krass, ja, weil ich halt auch. Ich könnte das ich jetzt bin, nicht nochmal runter. Weil ich bin der Schwarzwald ja auch gewohnt, das ist auch ein Unterschied. Ihr seid Flachländer oder halt Norddeutsche und ich bin es von klein auf gewohnt, dass es immer berg, weißt du? Und ich liebe auch das. Ja. Aber ich möchte es vielleicht nicht unbedingt mit dem Doppelrucksack. So. Mhm. Und wenn ich jetzt nur so 3 Kilo hätte, wie beim Lächeln. Mhm. Locker 3-mal so viel sogar. Weil dann bin ich mit ohne. Genau, oder auch mit 6. Auch mit 6 Kilo, weißt du, wenn du kein großes Gewicht hast und so, dann, ja, du hast ja auch gemerkt, dann ging es ja auch noch super dann also, nachher. Ja, wo. Mir war auch gar nicht bewusst, ist eigentlich Quatsch, weil ich weiß ja, wie schwer mein Rucksack ist, aber als du den dann abgenommen hast und ich bin die Strecke gelaufen, da habe ich erst festgestellt, oh, ja, das ist doch ein Unterschied. Einen großen Unterschied. Ja. Also ich hätte das auch versucht durchzuziehen, aber ich muss jetzt, wo ich ja weiß, wie lang der Weg jetzt noch war,
ja. Für mich gefühlt. Ja. Es hätte sogar sein können, dass es nicht geschafft hätte. Muss ich zugeben. Oh, ja. Aber so hat es doch gut gepasst. Ja. Und ich hätte jetzt, das geht ja nur ums Können, ich hätte jetzt gar keinen Bock, das dreimal noch laufen. Weißt du, so, das ist null, weil ich freue mich jetzt so, ja. Au, jetzt hier chill, weil ich bin null der Kilometer-Typ. Ich hasse das sogar. Weißt du, wenn es mir irgendwo gefällt, reicht es mir nach 2 Kilometer. Ich muss nicht viel laufen. Und so. Und jetzt, ich freue mich auch nachher auf den Schlafsack und so. Oder jetzt auf die Flasche Wein, weißt du, oder der Froschnodde, DMT, weißt du. Und geil. Auf den Schlafsack freue ich mich heute aber auch. Ja. Also ich bin auch gespannt, ob ich jetzt wirklich dann schlafe oder nicht. Oder wie gut oder wie lang oder ob ich friere oder nicht. Aber ich friere tust du. Ja, das glaube ich. Ja. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ja, ja. Also ich fülle die nachher mit heißem Wasser auf. Und also ja, gut. Machst du noch wegen Wärmflasche. Ja, aber mein Körper produziert halt nicht so viel Wärme. Dann ja. Ist ja blöd mit Daune, weil... Dann kann sie ja nicht sein. Ja, ja, klar, wenn du kalt hast, springt. Und dann lege ich die rein, weil das hat ja bei Boris und mir auch gut funktioniert. Ja. Er hat zwar größere und teilweise hatte ich sogar 2 drin, den ersten Teil der Nacht. Und dann musste ich die abgeben, weil mir so warm Genau, nachher war die. Ja, genau. Ja, ja. Er hat sich gefreut, weil er hat noch gefroren. Ist da auch noch, was drin? Ja. Ja, teilen wir uns noch, komm, ja, dann. Die sind. Ja, ist so. Winkelbärchen. Mhm. Richtig geil. Und die sind auch. Geil gewürzt, gell? Hier, ja, Mogli. Es gibt von Mogli auch so Pizzastangen. Ach nee, hier auf Deutsch ist ja. Auch gut. Dinkelmehl, Sonnenblumenöl, Maismehl, Gewürzmischung und ja. Backtriebmittel. Nachdruck die Tour ging. Oh, jetzt habe ich was. Jetzt kam eine Schafe. Nein, ein Stück davon. Ah, ja, ja, ja. In dem Rachen. Sei doch nicht immer so gierig. Natriumhydrogencarbonat. Das Zeug mit. Was ist das? Ja, lesen wir mal. Was? Ja, Kaisernatron, da kannst du alles Mögliche mit. Ach so. Ja, ja, Natron. Nein, weil. Ja, ja, normales Natron, ja. Base. Ach so. Wolltest Base du gut. Laufen lassen? Ach so, ja, ich wollte ja jetzt mal. Stimmt, sie läuft ja immer. Also, jetzt aber. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, das ist wieder. Wie lang ist. Warte mal. Ich nehme das Lämpchen mit zum Gucken, wie lang. Unglaublich, 26 Minuten, wow. Unglaublich. Sisch, allein das könnte ja ein Teil sein. Wieder, unglaublich. Gute Nacht. So, also doch wie versprochen, eine kurze Weinverköstigung. Ich hab schon. Patrick auch. Und ja, ich. Der ist ein trockener, kräftiger Rotwein. Und wenn du sagst, du hast ihn wirklich bei Aldi gekriegt? Ja, Aldi und ich weiß nicht mehr, 2,99 oder 3,99, also voll günstig. Super. Also für den Preis und für das, dass er bio ist und vegan, ist es top. Ja, er hat gerade. Ja, ich hab schon. Ach, du hast schon. Ja, ich hab vor was gehabt. Ne? Ist noch was drin? Genau, zu ihm fing ich an, zum Patrick. Ja, der Patrick, der Double P. Zu ihm fing ich an. Er ist so, echt, der sieht so italienisch aus, oder das Cuvée, könnt auch, was würdest du denken? So vom Design so wirkt es italienisch, gell? Oder ist das französisch? Ja, cool. Da denke ich. Oh, Rheinhessen. Hä? Deutscher Qualitätswein. Was ist? Cuvée. Oder ist das. Ist doch sicher, ja. Ist das Französisch? Oder vielleicht meine ich von der Farbe, wenn so. Also, ist doch. Weil ihr habt dann gesagt, wie? Erinnert mich so auch gleich wegen an Lambrusco. Aber dann habe ich auch gesagt, ich bin ja auch kein Weinkenner. Also deswegen. Lambrusco war früher so ein Billigwein, eigentlich so ein italienischer Billigwein. Aber da haben wir immer. Ja. In der Schule noch haben wir 2 Liter halt gekauft, weißt du, haben wir den ersten Liter gesoffen und eine Cola-Flasche gekauft und der zweite, die Cola-Flasche haben wir dann, die Cola-Flasche, der eine Liter, haben wir dann in die Lambrusco-Flasche, dann war Korea, 2 Liter Korea und dann haben wir so viel noch Korea gesoffen, wieder die Hälfte weg, dass wir den Liter Korea noch in die Cola-Flasche wieder und dann für die Mittagsschule, weißt du, dann hat man Mittag Kunst oder irgend so ein Scheiß und dann
dann haben wir, weißt du, und alle in der Klasse wussten es ja und haben ja gecheckt, weißt du, wir haben dann gut, weil es war nur eine Stunde oder so oder zwei, ich weiß nicht mehr, aber es war relativ kurz, wir mussten immer interessieren und wir sind dann besoffen da in den Schulen und haben noch die Cola-Flasche, weißt du, und die ist ja auch von der Farbe dann Korea, ja. Das fiel ja auch auf, dass das kein Cola mehr war, sondern ja, naja, geil. Oh. Ja, shit. Aber so ist er doch gar nicht schlecht. Du, aber ja, also, ja. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich glaube, ich würde den sogar... Und für so günstig? Ich würde auf jeden Fall vermutlich sogar eher morgen mir das nochmal warm machen wollen, als mir heute zu viel davon zu geben, weil ich ein bisschen aufpassen möchte. Ja, ja. Ach so, das könnt, man könnte so einen Glühwein auch machen, ja. Also, morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Ja, und ja keiner, wann man das trinken kann. Ja, stimmt. So zum Frühstück. Oh. Hat der, kennt das Sangria als billigen Wein hier. So. Sangria, ja. Sangria. Da gibt es den Tetrapack, nee, einen Karton, dann in so einer Plastiktüte, weißt du? Ja, das ja, ja, da. Geil. 5-Liter-Pack oder was das ja, ist. Ja. Oder früher, genau, es gab ja auch die Tetra, wo dann auch noch so einen Hahn hat, weißt du? Ja. Ja. Aber... Oh, ich finde gut, er ist... Was? Ja? Ich hab die Lampe noch angehabt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich finde, du kriegst, weißt du, manchmal trinkst du so einen Rotwein, wo du merkst, oh scheiße, der macht Sodbrennen oder der ist so sauer. Und das macht der, glaube ich, nicht. Der also, schon bessere Weine getrunken, ganz klar. Aber für den Preis und Bio-Vegan, also top. Also, wenn wir mal so stehen. Also, ich schalte ab. Mir wollte nur noch, dass jetzt wisst ihr auch, wie der Wein schmeckt, weil hätte ja sein können, jemand. Also, empfehlenswert für den Preis sowieso. Also, wenn es 2,99 sogar war, dann ist es eh der Hammer. Aber selbst mit 3,99 ist der Hammer. Ich weiß es nicht. Okay. Also, Rheinhessen. Ja. Hessen nicht vergessen. Also. Gute Nacht! Die zweite. Nein, jetzt sagen wir echt gute Nacht. Das ist jetzt auch, und es war jetzt auch schön, einfach so, wenn Chiller jetzt runterkommen, ja. Weil wir haben auch gesagt, oder ich, noch entspannter ist halt, ohne Kamera ist noch gechillter. Also, good night. So. Guten Morgen. So geil, ich feiere es, also jetzt noch mehr, weil es hell ist und trotz der Unebenheit, guck, es ist jetzt nicht ganz so stimmig, machen wir jetzt noch ringsrum, ich habe gerade Titelbild gemacht, deswegen ein wenig cozy, ja, da könnt ihr jetzt noch ein wenig nachspannen oder so, aber ey, Hammer, ich zeige es jetzt nochmal beim Ding, super gepennt, ich hatte nur die erste Stunde oder so. Und es war sicher, ich habe ja eine große Röhre gehabt, der Wein, das ist kein Sodbrennerwein, aber ich hatte Sodbrennen. Und dann bin ich so auf den Rücken gelegen, no problem, ich habe das schon ein wenig gespürt beim Ding. Und wenn ich dann auf die Seite gelegen bin, oh, dann kam das so hoch. Und dann habe ich durch langsames Ein- und Ausatmen, das ist relativ basisch dann. Oder dann ging es auch weg, aber trotzdem habe ich, Also, ihr seht jetzt von der Größe, es langt gerade, es langt aber gut. Man sieht hier, ich habe jetzt auch nichts verändert, bin ich gleich wenig gerutscht, weil es wegen Ding war. Hier vielleicht die Auwänge rund, leicht runtergerutscht, also das war so, habe ich aber auch nie nachgezogen. Ich muss sogar nicht mal pissen, das ist mein Glöckle auch nicht und es ist echt selten. Also ich war der Erste verwacht. Ich glaube, muss noch mal fragen, war 8:30. Ich muss dann pissen. Und dann bin ich zu denen hoch und habe so, guten Morgen, lange. Und die haben sogar noch gesagt, ja, vielleicht bist du ja du vor uns. Da habe ich gesagt, nee. Aber ich wollte dann gucken, auch nach dem Wohlbefinden, ob es nicht gut geht und so. Und dann, war ich Erster. Guck, hinhalt. So, super. Also du hast jetzt hier noch, ich hatte, das ist der Rucksack, den hatte ich hier so aus Stau. Und dann hat es mir kurz nachdem, wir sind spät ins, der Pilzpaule, oder, ja, der Psylopaule, oder Psylopaule, wir sind noch ein wenig länger geguckt, wir haben auch die Flasche Wein noch leer gezogen
Und ja, das war vielleicht, aber das war mir dort, wo ich ihn getrunken habe, nicht so. Man merkt normal, oh, der ist so sehr säurehaltig so. Aber ja, es war mir eine Lehre. Und ich habe Cornatron dabei gehabt. Im großen EDC hätte ich es. Vielleicht wäre es sogar im kleinen EDC. Das habe ich hier. Aber ich glaube nicht. Ja, ja. Egal, aber durch die Atmung, es ging gut. Ja, aber dann hat es kurz sogar noch geschifft. Es war nur kurz. Und dann habe ich den Rucksack hier schön hingelegt gehabt. Also auch geil, du hast echt noch Platz, selbst wenn es schifft. Oder du machst dann doch flacher. Und ja, das ist super geil. Ja, hier, ja, wegen asozial, hier ist halt das Leergut. Das habe ich auch gerade so nah, das war ja noch vom Essen. Ja, vielleicht war es auch wegen die Kombi zwischen. Weil ich das scharf, das war ja schon sehr scharf. Also es gibt schärfer, aber das war schon scharf, weil, zu nur einem Brot so, weißt du? Und dann der Wein, ja, ja, die Kombi vielleicht nicht so. Ja, was ich eh noch auch zeigen wollte, wenn ich einen Cozy mache. Dieser Bengel. Ich habe sie erst am Bombkit und da war so flach und dann dieser Bengel. Da habe ich gedacht, wenn ich einer finde, mache ich es noch. Oder ich wollte es eh machen, weil es war mir zu flach. Und dann bin ich nur so vorgelaufen und ziehe hier den Baumstamm und der war irgendwo, hier. Hier war da dran, der ist so gestanden. Da habe ich gedacht, oh, habe ich gerüttelt, oh. Er ist noch relativ stabil, hier ist er voll morsch, aber relativ stabil und das ist der. Also, oh. Ja, wenn das jetzt auf einer ebenen Fläche sieht jetzt schon ein wenig chaotisch aus. Und wenn er da auf die Hälfte gehst, nur rein optisch, dann hast du halt weniger Platz und hier halt nur die 75. Aber wenn es nicht schifft, nur wegen Cozy-Faktor, mache ich hier ganz klar die Hälfte statt hier das Viertel. Und ja, also, ja, die. Das war's. Ich glaube, jetzt gehen wir mal noch hoch zu der. So. Guten Morgen. Ja, wir haben uns ja schon begrüßt, aber so jetzt noch so offiziell. Geil. Cozy, oder? Ja, sehr. Ja, die haben auch gut gepennt. Und witzig, das mein Glöckli auch nicht pissen müssen. Nee. Und das war bei dir noch nie, gell? Nee, miteinander. Nie. Ja, und bei mir auch selten, selten. Und ja, vielleicht war das der Vorteil vom Wein, weißt du? Bier wäre noch. Weil ich muss ja zweimal. Ah, du? In der Mitte? Ja, nicht da drin. Nee, aber Mitte in der Nacht, meine ich. Nee, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, ja. Und vielleicht zwei Stunden später musste ich nochmal raus und dann. Ah ja, okay, und dann, ja, ja, du, ja. Ja, aber nochmal, die Dinger, die sind ja echt geil. Also, wer da Interesse hat, das Mike Löckli hat die designt, die Idee gehabt, weißt du, das ist dein Nima und du kannst, die kannst du ja auch machen, wenn du in der Hängematte bist, gell, dann machst du sie. Ja, das ist super. Also, wenn es um dieses Ultraleicht oder Thru-Hike oder minimalistisch, weil alle behaupten ja immer minimalistisch sein zu wollen, aber schleppen ja meistens doch noch sehr ausgeklügelte Technik und auch mit viel Schnickschnack und dann hast du fürs Handy, was du oben noch mit reinlegen kannst, damit du gucken kannst. Aber ist ja blöd, wenn es wirklich ja, ja. zu reduzieren auf ja. Wesentliche. Ja, ist echt genial. Ist echt super, weil das hast du ja im Prinzip bei jedem Video jetzt gehabt, gell? Oder immer wenn ja. Ich meine ja. Ja. Das ist schon eine ganze Weile. Also ich kann jetzt auch sagen, nach bestimmt ein Jahr, über ein Jahr. Ja. Könnte sein, habe ich es auch schon im Gebrauch, ne? Sowohl zum Hängen und ich habe ja auch noch vieles gar nicht auf YouTube gehabt. Ich habe ja vorher schon in der und es hat einwandfrei funktioniert. Ich bin halt eher ein Bodenkäfer jetzt geworden tatsächlich. Ja, statt Hängematte. Ja. Warst du früher mehr Hängematte? Ja. Ah, obwohl ja. ich sie heute tatsächlich auch mithabe, weil ich so Not. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, boah, und dann, wenn wir da ankommen, so nach der Zugfahrt, ja. Ich hänge mich dann erstmal irgendwo hin, weil ich bin ja kaputt. Ja. Weil du ja gesagt hast, es ist steil. Ja, ja. Ich tatsächlich sogar noch meine Hängematte mit. Und also das müssten wir das echt aber auch nachher das, machen. Das wäre, oh, die hätte ich ja auch schön gleich. Das wäre halt auch jetzt gerade, wo wir ja, weil an dem Hang, angenommen, du wärst entkräftet gewesen, oder so, weil es war ja dann schon, es waren schon viel Höhenmeter, also es war schon, und mit dem no problem, da hängst du dich an den Hang rein, in die Bäume, also ja. Ja, und das ist halt cool, du kannst dann hier aufmachen, gell? Hier ist mit Klettverschluss, hier ist ein... Achso, nee, der Hip, den kannst du nicht aufmachen. Nee, hier das kleine, so dass du gut durchkommst und dann machst du zu, also super geil. Und
Und kein heute hattet ihr kein Kondenswasser, gell? Gar nicht. Also, das erste Mal, dass ich gar keins. Ja. Aber dieses, ich glaube, da wird auch so drüber gehypt. Kondenswasser, alles ist nass. Du hast, das ist immer Physik. Ja, logisch, in jedem Zelt auch. Wenn's, ja, ja. Und je nach Wetter, das ist je nachdem, wie das Wetter ist. Das halt nicht voll. Genau. Das ist halt auch noch ein Dyneema-Vorteil, wo null Feuchtigkeit aufnimmt. Ja, so, ja, nur oberflächlich. Wenn du jetzt wirklich lange und viel unterwegs bist und diese ganzen Nylon und Zill-Nylon, wenn sich das dann auch vollsaugt, wird es schwerer. Also es ist viel, aber du hast ein Gewicht. Wird schwerer und es dehnt sich. Und es dehnt sich auch. Fällt ein, ich habe das ja mal gemacht, als ich unterwegs war, auch Kondenswasser drin hatte, hat ja das Handtuch. Ne? Ja, ja. Und da war aber schön, da hatte ich halt schön das Handtuch gehabt, da ich mir erstmal schön morgens. Ah, ja, geil. So wie im Flugzeug hast du früher immer die Erfrischungstücher. Ja, ja. Ja, siehst. Ja, und die, ich habe ja meins wieder, ich habe es ja von Packetaul, das Viskose, die könntest du ja auch aus, dann bringst du sie aus und ist ja wieder 90% Und das andere ist dann halt auch nicht nass. Also in der Regel hat man das ja auch draußen am Rucksack. Gestern hatte ich es drinne, aber das ist dann auch nicht schlimm. Wenn du so ein komplett vollgesogenes Zelt oder Tarp und das ist klitschnass, wirklich nass. Und jeder, der ehrlich ist, der wird auch zugeben, die ganze andere Klamotte, die wird dann auch klamm. Ja, ja. Und ob man das auf so einem langen Trip haben möchte, das andere klamm wird. Aber echt für so Ultraleichtwanderer ist dann, weil du für die Hängematte super nutzen kannst, für den Boden, wie individuell, wie es passt, halt echt, echt cooles Prinzip. Und du hast komplett, du hattest auf während der Nacht. Ja, so wenig. Also dann, du hast mal gesagt, was hast du, dass du könntest hier mit einem Stock auch oder so, dass es wie wegen dem Vordach oder. Und dann hast du wie so eine Abside vorne. Ja, ja, also auch geil. Hier habe ich ja, sagen wir hier, Grünzeug. Das habe ich ja, das ja von drin. Ja, ja, ach so, das war, wo wir gestern Zeit haben, wie es geil. Ja, ja, so mit einem Stock oder so, dann hast du, dann hast du offen und, geil, wie die Six Moon, wie heißen die, Six Moon Dinger. Ja, ja, genau. Ja. Und das ganz Schöne ist, also klar, es ist für zwei Personen natürlich eigentlich schon eng, aber angenommen, wirklich im Notfall. Ja. Du könntest ja so, also ne, Kopf und Kopf, ja. So ja auch, wenn du könntest noch eine zweite Person quasi mit retten. Ja, ja, im Notfall, logisch, Notbaby für beide. Und du also, kannst es höher machen, du kannst es auch niedriger machen, wenn es richtig, richtig doll windet. Dann kannst du nochmal bestimmt 15, 20 Zentimeter runtergehen. Und hast du mehr Platz, mehr Breite. Ein runtergesetztes Netz, ja genau. Ja genau, Breite, weil manche mögen es ja auch, die mögen das ja nicht, wenn das so links und rechts. Ja, ja, zu eng ist. Ja, du ja. Kannst es auch noch breiter machen. Also bis jetzt. Aber die könntest du rein theoretisch, könntest du die ja auch individuell machen. Nach Bedarf. Du könntest ein Doppelt-Ding nähen. Oder, du kannst ja nochmal so eine Schicht nehmen, ne? Dass du sowieso so ein Duo-Ding hast, wo man nebeneinander ja auch schlafen könnte. Oder wie verbinden kannst, wie so ein Schlafsäcke, so das kuschelig, cozy. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, habe ich auch drüber nachgedacht, auf zwei Seiten einen Reißverschluss einzuführen. Weil manchmal ist es so, ich baue dann auf und stelle fest, wird's lieber auf die andere Seite raus. Oder wenn wir einen Platz haben, wo wir wirklich total eng beieinander liegen müssen, weil nichts anderes geht, dann ist es schon manchmal nervig, wenn man sich dann halb auf die Füße tritt. Da war dann auch schon ab und an der Gedanke, dass was wäre, wenn ich auf der anderen Seite auch noch einen hätte. Ja, das hat auch was bei manche Zelt. So. Und gerade bei Zweimann-Zelt sowieso. Da ist geil natürlich links und rechts. Ja, der Ding. Ja, also super. Ich bin sehr zufrieden, wenn man bedenkt, es gibt ja viele tolle Tabs und aber das auf dem Markt. Aber bis jetzt muss ich sagen, auch wenn ich ab und an, am Anfang gebe ich ja zu, war es ein bisschen friemelig, weil das war ja noch in der Entstehungsphase. Ja. Jetzt ist es ja nahezu fertig. Es ist ja nur noch der Reißverschluss, den ich gerne austauschen möchte. Ja, in filigraneren, gell? Hast du was gesagt, oder? Ja, ja. Genau, was wie? 310. Das wiegt nur 310, das Ding. Also so geil wie ja. Also eine Mischung aus Dyneema, Tarp, Zelt oder Biwi. Also so eine, ja. Ich hab das mal nachgerechnet wegen den Schichten und den Kleber. Also die Basis müsste eigentlich nur um die 200 Gramm wiegen. Ja. Und das schwerere Ding ist halt dieser Reißverschluss, was man mag. Ne? Und deswegen, wenn man da einen viel besseren bekommt, der viel leichter ist, wäre es sinnvoll dazu kommen. Vielleicht 250 Gramm. Ja, ja. Und das überleg mal, was das für ein Gewicht ist. Das ist ja gar nichts. Nee. Also mein C-Pack, den ich niemand habe, das war, das war schön. Ja, super schön. Das war ja auch, aber das war, nur 100.
Oder war das 120 oder 150? Und ich habe ja noch das andere da gekauft. Das war noch leichter. Das war auf jeden Fall nur 100. Aber ja, das war halt auch nur ein Tab, ohne nichts. Ne, ich wollte fragen, ob du auch nebenbei filmen magst. Ich wollte dich nur nicht. Ah, ja, logisch, ich logisch. Ich gerade ganz charmant. Logisch. Sagen. Und du kannst noch erzählen, wir sind am Oberguckt, am schönen Lagerplatz. Ein Auerhahn, du hattest Gefühl, ja, da wäre ich. Ich glaube, das war einer. Ich habe nur zweimal einen gehört, deswegen vermute ich, dass es der war. Aber wunderschön, der ist die ganze. Ihr habt ja noch schön geschnackt, ja, ja. Das, ja. Es war auch schön, weil ich habe ja nur den Schein von dem Licht gesehen hier durch und dann hat nur euer Stimmengewirr. Wie so, wie Rapunzel. Ja, oder die Rumpelstilzchen, weißt du so? Ja. Toll. Und der ist dann die ganze Zeit hier um die Weide. Ey, geil. Rum und hat so Fiepgeräusche gemacht und auch so Schnalz. Ja, der war auf Brautschau. Also, das ist. Und du bist die Braut und ich dachte, ah, komm, solange die Männer da oben sind, tu da mal ein wenig anflirten. Richtig schön und so geklackt und ist die ganze Zeit hier rum. Oh, also, geil! Von wegen, die sind scheu. Ja. Also, ich habe mich gewundert, weil ich habe mich dann ja auch gedreht, weil ich gehofft hatte, hier noch was zu sehen durchs Netz. Ja. Aber nee. Ich konnte. Ja. Ihn oder sie, ja, und ich habe auch gedacht, weil ich habe mit Frank habe ich mal einen am Feldberg haben wir mal gesehen und ich dachte, ja, halt so scheu oder so. Der war irgendwie voll unbekümmert. Ich habe den zum Teil ja auch noch gefilmt. So, der war halt auch im Jagd, im Brautschautrieb, weißt du? Chasing Women. Ja, und klar, wenn sie uns gerufen hätte oder so, dann wäre er vielleicht auch sicher weg. Und ja, aber ich dachte, ihr habt euch so toll unterhalten. Und dachte, ach nee. Und ich habe wirklich auch schon mich im Schlaf dann befunden und habe das richtig genossen. Ja, also auch schon, ich bin ja ein bisschen früher weg zum Schlafen, das war auch gut, das war die richtige Entscheidung, hat sich super gefühlt. Ich fand, der ganze Tag war rund. Geil, also doch, war geil. Also, hey, und körperlich ein wenig anstrengend, aber das so ist es. Aber jetzt ist es deutlich besser. Und jetzt machen wir es auch ganz gechillt, weißt du, jetzt können wir nur gechillt Frühstück und so. Und, ich dachte, jetzt gönne ich mir dann auch meine Suppe, meinen Eintopf. Weil jetzt ist der Magen quasi wieder offen, kann das nicht beschreien. Und jetzt was Warmes tut auch gut, vielleicht dir, geil. So machen wir es. Also ich sag jetzt sogar mal, weil wir gehen jetzt dann wie es aussieht, sicher den Neckermannweg wieder runter. Den haben wir schon hochgefilmt, der ist jetzt nicht. Und die zwei Stationen von dem komischen Bahnpfad, auf die ist auch geschissen. Also das inspiriert euch. Komm, den muss ich mal selber machen, dass wir die letzten zwei Stationen auch noch mitkriegen. Ich sage jetzt hier mal, wenn... Ob es wahr ist, aber ich sage jetzt hier mal, ciao, macht's gut, hätte mich gefreut. Ah, eins wollte ich unbedingt noch sagen, Ich habe einen Abonnent getroffen, einen Zuschauer. Ich war in Überlingen beim Vater und dann komme ich, er kam raus aus dem Edeka und ich wollte gerade rein. Und er guckt mir halt so an und ich so, und es gibt's ja oft so, mich kennen so viele Menschen. Und dann, und ich weiß nicht mehr, wo war mein alter Arbeitskollege oder so, weil ich so, und dann, und ich so, jetzt musst du mir helfen, kennen wir uns? Nee, weil der kam halt so, oh, Ritsch und so, der kam auf so, nee, ich bin ein Zuschauer halt, weißt du? Und voll, also Funskerle, Lukas heißt er, also ich habe gesagt, hast du schon mal kommentiert, er hat auch schon kommentiert gehabt, aber ich glaube halt ein anderer Lukas, also süß. Und auf jeden Fall, was geil ist, also war bombig, also grüß dich Lukas, wenn du das siehst, war schön, war nett, dich kennenzulernen. Und was geil war, ich komme zurück. Und ich hab ihm noch mein Fahrrad gezeigt, er hat mir seins gezeigt, er hat auch ein cooles Bike gehabt. Und ich kam zurück, auf meinem Sattel war ein schöner Bio-Apfel. Weißt du, Glecke von ihm. Ja, war geil. Und da komme ich jetzt drauf, weil das habe ich ja noch als Frühstück. Also. Ja, weil du weißt, dass du das gerne... Ja, halt süß noch, als so kleines. Also, herzlichen Dank. Ich konnte ja auch nicht mehr Danke sagen, weißt du, er war ja natürlich schon weg. Also, herzlichen Dank, Lukas. Und euch alle anderen, herzlichen Dank auch. Und macht's gut, bis bald mal wieder. Ciao. See you. Fortuna. See you, Fortuna. Fortuna. Bye, bye. Ja, ich hab vorhin noch gesagt, der Porno-Pauli, ne? Ich hab, nicht Pilz-Pauli. Pilz, PP, weißt du? Nee. Aber ich kam auf Pilz-Pauli, ich kam nicht mehr. Aber es war ja Psylo-Patrick. Aber irgendwie Pauli klingt fast noch ein geiler, gell? Pauli, ja. Pauli. Ja. Also, ciao Psylo-Pauli, ciao Mike Leckle. See you. Bye, bye. Bye, bye. Geil. Gut, dich fahren. So geil. Bye.
Biotefon. Biotefon. Es ist so, Hütte tät mir sowas von lange. Die tät mir echt lange. Weißt du, jetzt könntest du mich sogar oben noch pennen. Closed. Weißt du, du könntest, ah ja, sind Orte der Erinnerung, die Tür steht für Angehörige und Freunde. Wir sind noch Freunde, offen. Ja, also komm. Nein, weißt du, da ziehst du oben noch eine Ebene für so zum Pennen, weißt du, wie wegen Heidi. Ja, geil. Ja, ja. Und, hey, die steht in, wenn es Mondholz ist, sogar in 1000 Jahren noch. Was ist da noch? Oh, hier, da ist er. Hallo, ein Gedenkspruch. Was bist du? Ja, können wir euch durchlesen, weiß ich. Also, wir haben es beschlossen, ich habe es halt doch. Lecker. Zu dritt machen wir so geile. Komm, die können wir doch eigentlich gerade, oder? Das Maiklöckli filmt auch noch. Lass mal noch. Komm, das können wir doch auch dann noch. Das ist eigentlich Tradition, dass ich es immer gleich so film. Alter, bist du dabei? Du darfst wieder öffnen ohne. Was? Siehst du, filmst du auch? Dass wir. Komm, dann muss mein Glück. Oder du musst in die Mitte, so machen wir es. Ja. Mach mal nur ein Fußvideo für uns. Oh, jetzt. Oh ja. Ah. Druck drauf. Ah. Du hast nicht lang genug, glaube ich. Die eigene Achse gedreht. Ich bin jetzt auch zu faul zum Film. Ja, du, ich film's dir jetzt. Ach, ist egal, das ist nicht so wichtig. Ich komme, Moment. Du darfst ja schon mal vortrinken. Oder das Maiklöckli, ja, richtig. Ladies first, komm. Oh Gott, ui, Muskelkater, was ich darf anfangen. Oh, das ist. Sag mal, Mamas Tee. Mamas Tee. Namaskar. Namaste, Namaste. Die haben mir gerade erzählt, die machen immer ein Ritual. Ich tue ja immer gerne die Bäume umarmen oder küsse oder mich so innerlich bedanke oder auch laut. Und die haben eine süße vom Platz verabschieden Tradition. Sie hat immer Namaste gesagt zum Platz. Und Wanderratte natürlich. Namaste, so, ja. Ja, dann Namaste. Und ich war jetzt dabei und ich habe dann Namaskar. Also Namaste, Namaste, Namaskar. See you. Ne, jeder, jetzt kommt noch er. Oh, sorry. Jetzt kommt er noch und dann ich noch. Und dann ist bei mir zumindest wieder vorbei. Alles Weitere bitte bei Maiklöckli. Gucke ich, tu Maiklöckli auch ohne verlinken. Und bei ihr folgen ja noch zwei. Das war jetzt ein Overnight. Da folgen noch zwei Overnighter. Also, und denn ihre. Die kommen sicher schneller wie mein erstes Video von hier, haben die schon alle drei oben. Und ja. Also deswegen könnt ihr da. Ja, okay, weil es ihr erste nachsendet, ist es ja dann nicht gespoilert, aber doch, es ist ihr. Ja, was laber ich? Cheers! Gut, also. Good. See you, schön war's. Danke euch fürs Mitlaufen und Mitübernachten. Gell? See you, until then. Bye bye!